Frau Nationalrätin Höber, Achsenstoss ist im Augenblick ein Thema im Kanton Uri. Wie sehen Sie die Situation? Ja, der Ausbau von der Achsenstrasse oder vielmehr das geplante Tunnel mit der Umfahrung Sissingen, das ist ein abgeschlossenes Projekt. Das ist genehmigt vom Bund, das läuft auch unter Bundesregie. Und ich sehe da gar keinen Grund in irgendwelcher Art und Weise auf die Beschlüsse, die auch die Zustimmung der Kantone Uri und Schweiz haben, zurückzukommen. Aber es gibt ja noch eigentlich mehr Verkehr, auch im Kanton Uri, oder? Das sehe ich nicht so. Es geht vor allem darum, das langjährige Anliegen der Gemeinde Sissingen, nämlich die Umfahrung von ihrem Dorf, jetzt endlich zu verwirklichen. Könnte man noch die Achsenstrasse dann schließen? Nein, die Achsenstrasse kann man sicher nicht schließen. Also, wie gesagt, es ist ein genehmigtes Projekt und das steht nicht zur Debatte. Auch wenn da irgendwelches Komitee jetzt andere Absichten hat. Wenn etwas beschlossen ist, dann soll es auch durchgeführt werden. Recht herzlichen Dank. Gerne.